Hallo und willkommen zu meiner 9. Bestrahlung am Marburger Ionenstrahltherapiezentrum. Ich hoffe, das sieht man hier. Ich stelle gerade mit Entsetzen fest, dass der Sucher hier draußen, der ist mir irgendwie zu dunkel. Man hört mich auch ein bisschen von links. Ich habe jetzt audiotechnisch gar nichts groß gemacht. Ich muss gleich auch mal fragen, ob ich das machen kann, was ich machen will, nämlich meine heutige Bestrahlungssitzung aufzeichnen. Ich hatte ja ein gutartiges Meningiom, das ist auch vollständig entfernt worden und zum Zwecke, dass man eben dann verhindern will, dass ich da noch mal eins ansetzen könnte. Das ist ja 35 Jahre gewachsen und wenn kommt es an derselben Stelle, werde ich halt bestrahlt. Und das ist eigentlich ganz toll, weil dieses Ionenstrahltherapiezentrum ist eines von 11 Zentren. Das erste war hier in Heidelberg, dann das und in Essen gibt es glaube ich auch noch eins. Und hier in diesem linken Gebäudeteil, wo ich leider nicht reinkomme, da ist sozusagen Ionenkammer, da werden die Ionen erzeugt und beschleunigt. Dann gibt es einen Linearbeschleuniger, einen Synchrotron, das ist ein Kreisbeschleuniger, wie es das Ding auch in CERN in riesengroß gibt. Ich glaube 27 Kilometer ist das Ding lang, der ist hier deutlich kleiner. Hier ist das Foyer und im rechten Teil, da finden die Bestrahlungen statt oder auch dahinter. Das Interessante ist, die Architekten haben sich überlegt, wir wollen so ein Gebäude aus Patientensicht. Das heißt, dass man das Gebäude so konstruiert, dass man es als Patient relativ angenehm hat. Also nicht wie ein Krankenhaus, sondern wirklich wie ein Ort, wo man sich auch wohlfühlen kann. Das kann man bedingt, die Drehtür funktioniert nicht und hier rechts der Eingang funktioniert. Wir wollen natürlich jetzt auch sehen, dass wir möglichst keine Patienten aufs Bild kriegen. Ich werde gleich mal gucken, dass ich drin auch mal euch ein bisschen diesen tollen Raum, wie man das gestaltet hat, zeigen kann. Hier gibt es jetzt einen Türöffner, den muss ich jetzt finden. Da ist er. War ich doch schon richtig. Und auf geht's. Bums, das war die Kamera. Da bin ich reingekommen. Jetzt bin ich hier in diesem wunderbaren Empfangsraum. Also man sieht das hier. Das sind hier diese Sitzgruppen, wo man hier so schön sitzen kann. Da sieht man die Eingänge zu den Bestrahlungsräumen. Man muss sich nicht anmelden. Die Ambulanz ist vorne, wenn man reinkommt, direkt links. Und durch die Kameras wird man eben dann auch entsprechend gesehen. Und wenn man gesehen wird, wird man dann auch in eine der Bestrahlungsräume reingeholt. Da ist eine Glocke. Ich hoffe, man sieht die jetzt im Bild. Und zwar ist das so eine Art Hoffnungsglocke. Die wird geläutet, wenn einer mit der Bestrahlung fertig ist und vielleicht eine schwere Krebserkrankung hatte. Das finde ich eine tolle Geste, dass man das macht. So, und dann haben wir hier vorne, das ist so der Raum, wo es den Automaten gibt. Da kann man sich dann was zu essen oder trinken holen und die Toiletten und so weiter. Das ist dann hier. Man sieht hier auch überall so Säulen stehen. Die Säulen sind einfach dazu da, um das Gebäude abzustützen, weil das hier alles sehr freitragend ist. Ne? Und hier oben, ich zeige es nochmal, das sieht eigentlich alles sehr, sehr einladend aus. So, und dann wollen wir mal sehen, dass wir die Bestrahlung dann filmen können, dürfen. Und dann muss ich in diese Tür da rein. Ich werde immer in Bestrahlungsraum 4 bestrahlt. Das liegt daran, weil da die Strahlen vertikal aus der Decke kommen, in den anderen Räumen nicht. Und da man immer nur eine Strahlsorte anfordern kann, ist es so, dass immer nur einer zeitgleich bestrahlt werden kann. Okay, dann geht's gleich weiter. Und bin angegurtet, das habe ich auch noch nie gemacht. Und dann fahre ich in die Bestrahlungsposition. Und die netten Damen müssen das dann draußen sozusagen dann einruckeln mit dem Lasersystem. Oder nee, von drinnen glaube ich schon, wird das ja kalibriert, ne? Genau, von innen. Genau. Während der Bestrahlung erzähle ich nichts, weil sonst geht das System aus. Das habe ich auch gelernt. Dann kommt die Maske ja mehr. Jawohl. Ich hoffe, das kann man dann sehen auf dem Video mit dem Laser, dass das, wie das dann abgestimmt wird. Ja. Jetzt werden zwei Bilder gemacht von mir. Dann fährt es von dem Gerät runter. Genau.
So, das war's. Leider ein bisschen anders als gedacht, ist aber nicht schlimm. Hier vielleicht nochmal ein Blick auf eine der schönen Sitzecken. Also das ist echt toll gemacht und jetzt können wir uns wieder gen Ausgang bewegen. Aber das muss man verstehen, es ist ja auch hochsensibler Bereich und von daher ist das auch völlig in Ordnung. Hier übrigens vielleicht mal die Anmeldung, die ist momentan nicht besetzt. Sie bauen hier auch irgendwie ein bisschen um. Und da rechts geht es, wie gesagt, in die Ambulanz. Das hatte ich ja schon gezeigt. Und jetzt gehen wir mal raus. Ja, hier haben wir auch wieder eine von diesen Säulen. Ne? Also das muss ja abgestützt werden, damit es tragen kann. Und hier ist der Öffner. Und raus geht's an die frische Luft. Ich bin wieder zu Hause angekommen und habe jetzt sozusagen am Dienstag, also in 3 Tagen, ein Drittel der Bestrahlungssitzungen rum. Die Energie wird übrigens im MEV, glaube ich, gemessen. Ich weiß jetzt gar nicht, was das genau heißt und kumuliert sich, sodass am Ende der Bestrahlungszeit dann eine gewisse Energiemenge im Körper angekommen sein wird. Man hat jetzt gesehen, dass die Maske aufgesetzt wird, die dient dazu, den Kopf zu fixieren, ne? Also mich zu immobilisieren heißt es, dass ich dann wirklich immer exakt und möglichst gleich liege. Im Groben macht man das mit dem Lasersystem, dass man da die Maske dran ausrichtet, da werden dann auch so Markierungen, Klebestreifen und so weiter dran gemacht. Errechnet haben den Bestrahlungsplan die Physiker, sodass das Ganze auch recht automatisiert abläuft. Und das Interessante an der Geschichte ist jetzt, dass diese beiden Röntgenbilder, die geschossen werden, dazu dienen, mich sozusagen in irgendeiner Weise ausrichten zu können. Es gab im Vorbereitungsraum, sozusagen vor der ersten Bestrahlung, dann eben genauso einen Tisch wie hier, der dann eben auch hochgefahren ist. Dann hat man mir dieses thermoplastische Material aufs Gesicht gelegt, war schön warm und feucht, weil ganz einfach das Ganze im Wasserbad erhitzt wird und dann wird das halt angedrückt, härtet aus, dann formt man noch die Nase entsprechend aus und dann beginnt man da Zeichnungen und Markierungen dran zu machen, damit die Physiker dann einen Ausgangspunkt haben, wie sie eben den Einfallswinkel der Strahlen errechnen. So, und damit die Strahlen immer an der gleichen Stelle ankommen, wird dieses Referenzbild geschossen und mit den Röntgenbildern übereinander gelegt. Und daraus ergibt sich dann sozusagen der Zielpunkt oder Breakpoint, der dann errechnet wurde, indem der Tisch sich entsprechend bewegt. Also das heißt, der nivelliert, der geht ein bisschen nach vorne oder hinten, links oder rechts oder was auch immer. Und dann wird sozusagen dieser Punkt erreicht, was auch wichtig ist, damit eben die Bestrahlung auch Sinn hat. Es wird ja auch ein sehr kleiner Bereich bestrahlt, also sehr gewebeschonend. Das ist ja das Besondere an dieser Therapieform. Ich sagte ja, es gibt weltweit 11 Zentren. Und in Marburg hier am UKGM, also im Uniklinikum auf den Lahnbergen, steht das 2. Das habe ich, glaube ich, gar nicht so genau gesagt, dass das UKGM direkt daneben liegt. Also man ist im Zweifel auch immer nah bei. Und ja, das Ganze wird dann von 2 medizinisch-technischen Radiologieassistentinnen oder einen Assistenten haben sie sogar, also ein Mann ist unter den ganzen Frauen dabei, wird das Ganze dann an einem Rechner entsprechend bestätigt. Die müssen beide ihr Kennwort eingeben und dann wird die Bestrahlung angestoßen. Der Tisch fährt dann vom Röntgengerät aus weiter nach links in den Raum, sozusagen unter die Bestrahlungsdüsen, nenne ich es mal. Die fahren dann auch so ein bisschen auf einen zu und bewegen sich. Also da rappelt es dann ein bisschen, irgendwann gibt es einen Gong und dann geht's los. Das kann man im Podcast alles schön hören. Und am Ende der Bestrahlung, also zwischendurch nach 5 Minuten, wird der Tisch nochmal kurz gedreht. Dann wird nochmal ein anderer Winkel genommen. Auch da nivelliert er und wuchtet sich aus. Und wenn das Ganze rum ist, fährt der Tisch zurück. Von der Bestrahlung selbst merkt man rein gar nichts. Also es wurde mir gesagt, es könnten die Haare an der Einfallsstelle ausfallen, aber letztendlich merke ich da aktuell noch nichts. Werden wir sehen, ob das passiert. Und ja, im Zweifel kann man da natürlich auch mit Salbe oder sowas nachhelfen. Und ich habe dann gefragt, wachsen die denn wieder nach? Und dann sagte mir der Oberarzt, ja, zu 99% wachsen sie nach, zu 1% nicht. Aber naja, werden wir mal sehen. Ich denke, ich bin ja auch noch jung genug, da sollte das eigentlich kein Problem sein. Ja, was gibt es noch zu sagen? Also die ganze Technologie ist höchst spannend. Die Strahlen werden ja aus dem linken Teil des Gebäudes, da wo sie erzeugt werden, dann durch ein Vakuumröhrensystem weitergeleitet und landen dann im Bestrahlungsraum und dann eben in meinem Kopf. Und im Gegensatz zu einer herkömmlichen Bestrahlung besteht der Unterschied darin, dass diese Wasserstoffionen ihre Energie quasi an diesem Targetpoint oder Zielpunkt oder Breakpoint oder wie man auch immer das nennt, entfalten. Das heißt, sie dringen eigentlich erstmal schadlos ein und da, wo sie hin müssen, da
macht's rums und da sind sie dann und zerstören das Gewebe. Und sie können wohl so um die 32 Zentimeter in den Körper eindringen. Das habe ich auch alles erst nach dem Podcast gelernt, dummerweise. Und von daher ist das so, dass man damit wahrscheinlich nicht alle Krebsarten oder Tumorarten besiegen kann. Bei mir war es ja kein Krebs, ein Meningiom ist ja immer gutartig und wächst vor allen Dingen auch immer nur an derselben Stelle genauso langsam nach. Und deswegen macht man das ja präventiv, dass da oben sozusagen die Wahrscheinlichkeit deutlich minimiert wird. 70% sind es, glaube ich. Ja, und bei der herkömmlichen Bestrahlung, also Gammastrahlen, Elektronenbestrahlung, wie auch immer, wo die Geräte ja auch deutlich kleiner und günstiger sind, weil da, glaube ich, gibt es da nicht so eine riesen Produktionsumgebung. Da, ich meine, Röntgengerät kennt man ja, ist ja auch nicht viel größer. Da wird dann entsprechend die Strahlung freigesetzt und entfaltet die Energie schon an der Stelle, wo sie in den Körper eintritt. Das heißt, es gibt dann auch Reflexionen, also sogenannte Nebenelektronen, und die können ja dummerweise dann auch Tumore wiederum auslösen. Also das ist nicht unbedingt eine Entscheidung zwischen Pest und Cholera, aber die Wahrscheinlichkeit besteht und das ist hier dann deutlich minimalinvasiver, weil eben, wie gesagt, die Partikeltherapie so angelegt ist, dass die Strahlen erst am Zielpunkt ihre Energie entfalten. Und von daher muss ich sagen, habe ich wirklich Glück, dass ich diese Therapieform in Anspruch nehmen kann. Zu sagen sollte auch noch sein, dass die ganzen Mitarbeiter sehr, 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 sehr behindertenfreundlich sind. Also nicht nur zu mir, ich erlebe das da ja öfter, dass da Menschen sitzen, die dann auch wirklich schwerst gehbehindert sind oder vielleicht auch Schlaganfallpatienten oder was weiß ich nicht, die dann eben auch mit dem Rollstuhl gefahren werden müssen. Also da ist man wirklich sehr bemüht und sehr freundlich und das finde ich eigentlich super. Die normale Bestrahlung übrigens auf den Lahnbergen findet dann im UKGM auf Ebene U1 statt, das ist die Radiologie, die aber mit dem MIT nichts zu tun hat. Und das MIT wurde, das habe ich ja im Podcast auch alles nicht richtig erzählt, eigentlich ja von der Universitätsklinik Heidelberg betrieben anfangs und von Siemens errichtet. Man sieht es vielleicht am Roboter, da steht auch Dick Siemens drauf. Und dann wurde 2018 das Insolvenzverfahren eröffnet, weil es einfach nicht wirtschaftlich war und die Rhön-Klinik hat das Ganze denen dann abgekauft und jetzt betreibt es eben UKGM zusammen mit Heidelberg das Ganze. Ne? Ist auch vielleicht wichtig, ich habe schon miterlebt bei der Wartung, da hat man mir dann gesagt, die Heidelberger stimmen sich dann eben ab mit den Marburgern, dass die Zentren eben dann entsprechend gewartet werden. Was in Essen genau passiert und ob es da auch diese Therapieform gibt, weiß ich nicht genau, habe ich nicht recherchiert. Aber also es gibt minimal 2 in Deutschland, eventuell 3 und eben 11 Stück weltweit. Das ist nicht viel. In Amerika baut man wohl gerade einige, hat mir der Oberarzt erzählt. Also einer der Oberärzte. Wenn irgendwas passieren sollte, also irgendwelche Rötungen stattfinden, hat man immer die Möglichkeit, zur Ambulanz zu gehen. Die versorgen einen da, das wird auch gemacht. Und eine Schwester ist dann auch immer im Empfang da, die dann eben auch sozusagen den Erstkontakt aufnimmt. Das war bei mir ja so, die riefen dann an und sagten, hier, das ist vorgesehen im Tumorboard und ich solle doch dann und dann damit anfangen. Ich konnte den Termin noch ein bisschen vorverlegen aus Gründen und ja, das hat dann auch geklappt. Und somit haben sie dann auch das MRT-Bild in Marburg gemacht und nicht in Gießen, weil einfach das zweite MRT ja auch wichtig ist, um zu gucken, ist da noch was, ist da wieder was gewachsen. Und das sieht also alles sehr, sehr gut aus. Ja, das mal dazu. Also ein bisschen Werbung fürs MIT und ich denke auch zu Recht, denn das ist schon eine ganz besondere Bestrahlungsart, wo ich auch in anderen Fällen, glaube ich, sofort sagen würde, also bitte überweist mich, wenn nicht an eine herkömmliche Bestrahlungstherapie, sondern ans MIT, wenn es irgendwie geht. Das ist zwar auch relativ teuer, aber ja, entsprechend auch wirkungsvoll. Ja, wirkungsvoll, das ist ein gutes Stichwort. Das gibt es ja noch gar nicht so lange. Also ich glaube, Ende der 90er Jahre hat man damit angefangen. Das heißt, man hat jetzt noch keine Langzeiterfahrungswerte. Der Oberarzt hat mir allerdings erzählt, dass er jetzt schon 10 Fälle von Leuten hatte, die in den 80er Jahren am Kopf bestrahlt wurden, wo sich dann jetzt nach Jahrzehnten ein Geom gebildet hat. Das ist dann ein bösartiger Endtumor. Das ist natürlich auch was man nicht braucht. Und das ist ja das, was ich vorhin sagte, dass die gewöhnliche Bestrahlung da eben vielleicht etwas risikobehafteter ist. Aber wie gesagt, von der Partikeltherapie gibt es eben diese Langzeitgeschichten und Studien noch nicht. Wen das weiter interessiert, technisch, den kann ich den virtuellen Rundgang durchs MIT empfehlen auf dem Kanal Target Tumor Therapy von der Diplom-Physikerin Professor Dr. Hilka Vorwerk. Die heißt wie der Staubsauger, aber hat vermutlich nicht den Staubsauger erfunden. Die sitzt auch drüben im UKGM und hat somit auch einen Überblick über herkömmliche Bestrahlungen und hat eben auch diesen Rundgang mitgestaltet und auch einige
Stellen im MIT gezeigt und geht auch auf den Vergleich ein zwischen dem MIT und der herkömmlichen Bestrahlung. Ich habe nur dummerweise den Kanal erst nach dem Podcast gefunden, von da habe ich im Podcast wieder ein bisschen Blödsinn erzählt. Ja, das war's dazu. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn auch die Videoaufnahmen vielleicht nicht ganz so exakt und optimal waren, aber man hat so einen Überblick, was auf einen zukommt und vor allen Dingen, man muss einfach keine Angst haben. Das hatte ich auch. Ich war auch ein bisschen irritiert und habe mich gefragt, na, ist das denn schlimm? Merkt man was? Tut das weh oder macht das Krach oder was weiß ich nicht? Und ich kann rückblickend sagen oder jetzt auch in meiner aktuellen Bestrahlungstherapie, das ist alles völlig entspannt. Und das soll es ja auch sein, wie man ja an der Architektur sieht. Ja, ich wünsche euch, dass ihr da nicht hin müsst. Und alles Gute, bleibt gesund und habt trotzdem viel Spaß. Auch mit dem Kanal von Frau Professor Vorwerk, den kann ich euch wirklich sehr empfehlen. Es gibt auch ein paar andere Kanäle, also da will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, die sich mit Tumorgeschichten und Bestrahlungen befassen. Also das ist ja auch immer eine ganz individuelle Sache. Und ich wusste gar nicht, dass es das MIT gibt. Ich habe da auch erst jetzt davon erfahren, weil ich selber betroffen bin. Sonst hätte ich das wahrscheinlich bis heute nicht gewusst. Und das ist eigentlich schade, denn vor Corona gab es da noch Führungen, aber nach Corona leider nicht mehr. Und somit bleibt mir das wohl verborgen, was sich da im Inneren befindet. Und ich bin somit auch nur beschränkt auf das, was man im virtuellen Rundgang sieht. Also, bis demnächst und danke fürs Zuschauen. Tschüss.